Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainfieber hier bei Heisenberg zockt. Ja, diese Linie. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr in den Kommentaren schon geschrieben habt. Heisi, du bist ja völlig doof, du hättest halt Folgendes machen müssen. die Folge ist halt noch nicht online. Jetzt, wir sind im Prinzip gleich weit wie in der letzten Folge, nämlich das Ganze funktioniert, aber hier nur mit diesem Zwischenbahnhof. Es ist schon ein Mysterium. Ich dachte, wenn ich das Spiel vielleicht neu lade, dass die Linie dann da ist, aber nö, denkste. Geht nicht, muss ich gar nicht zeigen, funktioniert nicht. Also irgendwas mackt an dem Bahnhof. Ich weiß nicht was. Egal, wir nehmen mal die Linien. Wir wollen ja nicht nur in die Richtung. Wir haben gesagt, wir gehen auch noch in die andere, damit aus diesem Rundkurs eben doch eine doppelgleisige Benutzung wird. Jetzt hier die Linie 2. Das ist eigentlich die, welche wir dann zurückziehen. Deswegen lösche ich hier nochmal alles und dann haben wir hier die Linie 1. Das wäre dann die richtige. Wir können sie ja gleich mal benennen. Wie heißt die denn? Linie, die nicht funktioniert, wäre eine Idee. Nein, wir machen mal Fake. Personen. Güterlinie. Ich hoffe, das ist jetzt richtig abgekürzt. Ich weiß es nicht mehr. Stammt mal in die Kommentaren. Müsste aber. Personengüterlinie. Wenn man das mal so. Und zwar die 1. Wir haben ja dann noch eine 2. Eine, die zurückfährt. Und die machen wir jetzt mal. Also hier machen wir zu. Wenn ich es erwische. Dann Haltestelle hinzufügen. Das wäre jetzt also in die andere Richtung. Das wäre von hier. Wir können ja mal gucken. Geht das vielleicht? Nee, das geht auch nicht. Da kann man machen, was man will. Die wollen von hier nicht nach da. Gut, dann eben hier wieder via hier. Und schon geht's auch nicht. Okay, jetzt wird's aber ganz interessant. Aha. Ja, der ist noch nicht angeschlossen. Das kann aber auch nicht das Problem sein. Wir machen mal zu. Wir fangen mal ganz piano an. Wir machen hier mal ein Sträßchen. Was wir haben, das haben wir. Heiliges bisschen, geht das auch nicht. Na, da bin ich jetzt gespannt, ob das irgendwie... Ja, einfach einmal geht's nicht. Das kann's ja irgendwie dann auch nicht sein. Wir machen hier mal einen schönen Bogen. So, und gehen dann hier runter rein, wenn das geht. Nee, geht nicht. Wir müssen ein bisschen dran vorbei. Jetzt geht's. Okay, angeschlossen. Schade, dass das so schnell ging. Jetzt muss ich mich hier wieder um das kümmern. Nein, ich mach's eigentlich gerne. Ich bin nur halt ein bisschen irritiert, weil es einfach nicht funktionieren möchte. Also, das geht auch nicht. Von hier... Habe ich irgendwas falsch angeklickt? Wir fangen nochmal an. So. Oh, da war sie, die Linie. Moment. Jetzt. Plötzlich. Geht's jetzt plötzlich? Von hier? Nach hier? Nein, geht nicht. Okay. Dann kommst du weg. Von hier nach hier müsste ja funktionieren. Ja, das funktioniert. Und jetzt von hier nach hier? Geht nicht, weil er von hier dann nicht mehr direkt zurückkommt. Okay, das macht er dann für sich genommen wieder Sinn. Wir müssen erstmal die ganze Linie machen, bevor das... irgendwie hier eingezeichnet werden kann. Das ist natürlich auch irgendwie wahr. Jetzt müsste ich noch wissen, wie die Linie war, damit ich auch weiß, wie der Rückweg aussieht. von hier geht es eigentlich, wenn wir den ganzen Weg zurück... Ach so, Moment, das stimmt ja gar nicht. Das Ende ist ja hier hinten bei der Ölquelle, wenn man das genau nimmt. Also, wir können das gleich nochmal wegnehmen. So, entfernen, entfernen. Jetzt möchte ich aber die andere Linie zur Kontrolle haben. Das wäre dann Fake gewesen. Fake PG-Linie, genau. Okay, ist die hier auch eingezeichnet? Jawohl, das ist ja schon mal schön. Also, von hinten nach vorne. Nee, das stimmt eigentlich schon. Der Abschluss der Linie ist in Hemslow West. Okay, dann sind wir hier schon wieder falsch. Heiliges bisschen. Kein Wunder, dass diese Linien nicht funktionieren, wenn man sie überhaupt nicht mehr auskennt. Nein. Das kann nicht der Grund sein. Also hinten wäre Hemslow... Hemslow West? Welches ist Hemslow West? Ach, okay, der Güterbahnhof. So, ganz langsam. Also von hier nach Hemslow Nebengleis wäre hier. Von Hemslow Nebengleis nach Hemslow. Das wäre hier. Jetzt ist es wieder nicht eingezeichnet, weil er nicht zurück kann. Dann nach Wegpunkt Hemslow. Müssen wir das? Eigentlich kann er nicht anders, wenn er von hier runterkommt. Wobei, ja, wahrscheinlich geht es dann genau wegen dem Wegpunkt nicht. Wir müssen den nicht reinnehmen. Wir nehmen den aber mal rein. Dann ist es hier aber eingleisig. Das müssen wir dann bedenken. Haben wir die Signale gemacht? Ja. Die haben wir sogar für zwei Gleise gemacht. Also von daher müsste das passen. Er könnte jetzt hier aber auf dem Rückweg natürlich auch ein anderes Gleis benutzen. Wir gucken mal.
Was haben wir hier denn alles Schönes? Hätten wir hier vielleicht noch ein freies? Ja, haben wir nicht. Von daher würde ich das bleiben lassen. Sonst kommen wir hier dieser Linie, die hier verkehrt, in die Quere. Das muss ja auch nicht sein. Der kommen wir zwar hier unten auch in die Quere. Wir lassen das mal. Also das wäre dann nach Helmsloh. Wir nehmen jetzt den doch mal noch mit. Ne, wir nehmen den nicht mit. Wir gucken, was die Linie macht. Vielleicht geht es ja doch hier durch. Wir werden sehen. Also dann lassen wir den Wegpunkt aus. Dann wäre Alt-Kunkendorf Nord. Die nächste Station ist das hier unten. Das ist Alt-Kunkendorf. Alt-Kunkendorf Nord. Aha, zuerst hier hin. Naja, wenn es hier steht, wird es stimmen. Okay, also zuerst hier hin. Da haben wir tatsächlich die Linie. Jetzt klappt es auch schon. Dann nach Alt-Kunkendorf. Das wäre dann hier. Und von Alt-Kunkendorf geht es zurück nach Alt-Kunkendorf Süd. Das ist ja die Ölquelle. So, zack. Und da haben wir die Linie. Ja, das funktioniert. Und jetzt haben wir nämlich eine doppelgleisige Nutzung, obwohl es ein Rundkurs ist. Wenn es halt zwei Linien sind, dann funktioniert das auch. Okay, jetzt schnell anschreiben den ganzen Spaß. Fake PG Linie 2 wäre das. Fake PG Linie Nummer 2. Okay, und einmal Enter. Und dann haben wir es tatsächlich. Einfach immer noch ohne zu wissen, warum wir hier hinten diesen Zwischenbahnhof brauchen. Wisst ihr, was mir gerade auch noch auffällt bei diesem Zwischenbahnhof? Der ist eigentlich zu klein. Wenn wir hier längere Züge nehmen, das funktioniert so gar nicht. Den müssen wir noch mal kurz killen. Wenn wir den jetzt abreißen, wahrscheinlich funktioniert es dann wieder nicht mehr. Ich sehe es kommen. Da habe ich die Straße eigentlich umsonst gebaut. Die kriegen wir noch mal hin. Also Bahnhof, das war hier. Dann Dingens, hier Dingens. Zwei Linien, beziehungsweise zwei Gleise, 320 Meter. Ja, das sieht schon ein bisschen anders aus. Wir drehen den mal. Dann müssen wir da mit der Straße nicht mehr dran vorbei. Und machen den mal hier hin. Okay, jetzt ist er irgendwie optisch sogar noch ein bisschen näher hier an dem Kohlewerk. An der Kohlemine. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, hier vorne noch ein Gleis. Da haben wir jetzt einen Schlenker drin. Deswegen machen wir das hier auch noch mal kurz ein bisschen neu. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt noch funktioniert. Also, mal gucken. Hier rein. Hier wieder raus. Und hier rein. Bauen kann man es. Das ist ja schon mal viel wert. Jetzt haben wir hier ein zweites Gleis. Da machen wir ganz einfach so einen hin. Der Optik zuliebe. Denn, ja, oder vielleicht... Ja, na, doch ist wahrscheinlich schon der Optik zuliebe. Aber vielleicht wird es ja sogar verwendet. Wir wissen es nicht. Gut, jetzt bin ich gespannt. Jetzt rufen wir mal unsere Linien auf. Aha, passt. Gut. Wir haben hier einfach, weil wir keine Weiche haben, haben wir die gleiche, das gleiche Gleis. Das müsste natürlich nicht sein. Aber wie kriegen wir jetzt hier noch eine Weiche hin? Das wird ein bisschen schwierig. Wir haben hier den Platz nicht. Da hätten wir hier ein bisschen mehr Strecke geben müssen. Das wird so nicht zu machen sein. Aber das ist eigentlich egal. Wir lassen das mal so. Oder sollen wir das noch kurz umbauen? Also schön ist ja, dass es noch funktioniert. Wir machen das mal noch mal kurz. Irgendwie kriegen wir hier eine Weiche hin. Wir müssen einfach gucken wegen dem Platz. Eben, jetzt ist der Bahnhof im Prinzip ein bisschen zu weit vorn, wenn man es genau nimmt. Deswegen geht das gerade nicht. Wenn ich hier reingehe, das funktioniert nicht. Okay, gehen wir hier rein. Mit altem Gleis. Aber Strom. Strom wäre natürlich auch noch eine Idee. Sonst haben wir dann hier genau das Problem wieder. Dass es wegen diesem bisschen nicht funktioniert. Und hier liegt noch ein Stück Schiene. Das brauchen wir auch nicht. Alte Schiene ist eigentlich okay. Sollen wir das gleich mal da ran machen? Ne, wir gucken mal erst, wie wir hier die Weiche hinkriegen. Also, wenn wir hier so reingehen. Das wird sehr eng. Ja, das wird zu eng. Ah, vielleicht geht's noch, wenn wir den Knubbel da weg haben. Oh, jetzt haben wir aber Glück gehabt. Gut, das passt. Dann kann der Zug ins andere Gleis rein. Das funktioniert jetzt hier natürlich nicht mehr. Das ist Trainfieber. Bei Transportfieber würde das gehen. Nehmen wir mal das zweite Gleis weg. So, okay, das passt ja eigentlich. Jetzt bräuchten wir hier... Ne, Signale brauchen wir auch nicht. Das funktioniert bei Trainfieber so nicht. Das müsste so eigentlich klappen. Wir können ja mal gucken. Linien. Ja, klappt hervorragend.
Weil er... Warum denn eigentlich? Im Prinzip müsste er... Wir müssen einen Wegpunkt machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Nochmal einen Wegpunkt rein, damit das Ganze noch ein bisschen abstruser wird. So, wo bist du? Weit unten. Hier. Wenn wir jetzt hier den Wegpunkt machen und zum Beispiel der dunkelblauen Linie, der hier, sagen, sie soll doch bitte noch via Wegpunkt fahren und zwar vor Hemsloh Nebengleis. Vor, also hier. Stimmt das? Doch, das stimmt. Aha, dann wechselt er auch. Okay, gut, dann geht das halt nur mit Wegpunkt. Die andere Linie macht hoffentlich noch das Gleiche. Jawohl, gut, das passt. Dann kommen wir doch tatsächlich Finalemente zu den Zügen. Heiliges bisschen, was für eine Linie. Aber eh schön, jetzt können wir natürlich noch mitfahren. Wir hätten hier ein Depot mit einem Gleis, das hier im Tunnel reingeht. Da könnten wir hier eine Kurve machen. Aber wisst ihr was? Ja, wir machen noch ganz kurz hier wie Schmob-Aktion. Das stört mich schon die ganze Zeit, seit ich ihn abgerissen habe. Und da hinten haben wir nämlich nochmal so ein Stückchen. Das geht ja schnell. So, das war es im Groben auch schon. Das hier lassen wir mal. Ja, ein bisschen noch. So, ja, auch noch ein bisschen. Geht eh nicht. Gut, passt. Muss passen. Hier können wir nichts machen. Da sind die Gleise im Weg. Aber hier können wir noch ein bisschen korrigieren. Und dann machen wir das natürlich auch. So, schön. Das geht eigentlich auch relativ einfach. Vielleicht hier die Kerbe noch ein bisschen. Okay, und gut ist. So, jetzt wollen wir dieses Depot nehmen. Anfangen tun wir eigentlich mit der Linie, zumindest ja mit der einen. Ich würde mal sagen, wisst ihr was, wir machen so. Die eine Linie, die schicken wir von hier oben los. Und die andere Linie, sozusagen die Gegenlinie, die schicken wir auf der anderen Seite los. So, mal gucken, kommen wir hier irgendwie rein? Ich gehe mal davon aus, zumindest früher oder später. Sonst gehen wir halt in den Bahnhof rein. Wir kommen so natürlich sowieso nicht in dieses Gleis rein. Das müssen wir eigentlich anders machen. Passt hier vielleicht noch ein Depot hin? Hier passt mit Sicherheit noch eins hin. Wir gehen hier mal raus. Oder auch nicht. Dann gehen wir halt ein bisschen weiter vorne raus. So geht's. So, und da machen wir jetzt gar kein Riesendepot, sondern irgendwas Funktionales, zum Beispiel das hier. Sehr gut. Und dann kaufen wir uns hier mal einen Zug. Und bevor wir den aber auf die Reise schicken, gehen wir zur anderen Station und kaufen uns da noch Züge. Da werden wir auch noch ein Depot installieren müssen, ganz klar. Jetzt, was für Züge? Irgendwelche schönen. Da habe ich jetzt nichts Bestimmtes im Visier. Irgendwie wäre es schön, wenn ich jetzt nicht immer bei den gleichen, auf die gleichen anspringe. Hier Sissi hätte ich fast schon wieder genommen. Aber das ist halt, wenn man... Golden Pass. Wenn man hier guckt, man hat halt seine Favoriten. Und wenn man Favoriten hat, dann nimmt man die dann natürlich auch entsprechend. Die wäre doch schon mal schön. Oh, Moment. Wir sind ja bei Tränenfieber. Das darf ich nie vergessen, wenn ich Züge kaufe. Also, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Testspeicherung sieht man hier. Bei der Folge 95 zum letzten Mal, vor der 96. Okay, wir nehmen diese RE620. Dann hätte ich gerne die andere Cargo da unten auch noch, wenn es denn funktioniert. Das funktioniert schon mal. Wir nehmen mal die hier, nicht die Schweizer. Denn die hier oben, das müsste eine Schweizer sein. Siemens Cola klingt eigentlich auch gut. Die haben jetzt natürlich völlig unterschiedliche Geschwindigkeiten. Das ist aber halb so schlimm, würde ich mal sagen. Eben, die Strecke, die funktioniert nicht wirtschaftlich. Es sollen Züge auf dieser Strecke fahren. Deswegen, wisst ihr was, wir machen das jetzt hier gleich mal so. Wir machen drei Züge und dann werden die geklont, alle drei. Dann machen wir das gleiche nochmal da unten. Dann haben wir 12 Züge auf der Linie. Ja, dann haben wir 12 Züge auf der Linie. Das ist eigentlich okay. Gut, also dann brauchen wir aber Wagen. Wir brauchen, damit das Ganze zumindest in der Theorie funktionieren würde, brauchen wir Tank, also Kesselwagen. Und Kesselwagen, die Öl transportieren. Also das wäre mal einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Dann brauchen wir, jetzt muss ich überlegen, Güterwagen, die Güter transportieren. Güter. Güter. Wir nehmen mal die hier. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann transportieren wir noch Personen. Das heißt, wir brauchen noch Personenwagen. Wo haben wir die denn? Wir müssen hier mal... Moment, wir brauchen nicht die Triebwagen. Die hier brauchen wir.
Das wäre natürlich auch cool. Wir machen das ja für die Optik eigentlich. Die Wagen mag ich extrem gut. Die hatten wir in der zweiten und ja, in der ersten und zweiten Staffel, glaube ich. Das sind halt Wagen mit Autos drauf und die transportieren aber Passagiere. Das ist natürlich schon sehr cool. Da kann man Passagierzüge machen, die dann ein bisschen nach Güterzug aussehen. Jetzt wollen wir aber was für die Optik tun. Also sprich, das macht dann gar keinen Sinn so. Also nehmen wir andere. Was haben wir hier noch Schönes, was wir noch nicht in Benutzung haben? Schwierig zu sagen. Was passt denn optisch dazu? Eigentlich alles. Hier weiter oben mal gucken. Die hier, ÖBB City Shuttle, Steuerwagen, gehören absolut nicht an diesen Zug. Ich weiß, wir machen es jetzt trotzdem. Einfach, damit wir auch mal wieder ein paar andere Wagen haben. Ach, das ist ein Steuerwagen. Okay, das ist ein Shuttlewagen. Okay, das wäre also der ganze Zug hier mit Steuerwagen. Wir können hinten ja noch einen Steuerwagen. Ne, dann wird er zu lang. Ne, wir lassen das. Wir machen hier einfach mal einmal, zweimal. Wie lang ist er? Wir lassen den mal so. Okay, jetzt weisen wir dem aber die Linie schon zu, damit er rausfährt. Halt! Hier sind alle Züge Heisenberg. Sie müssen das hier machen. Dann fährt der Zug einzeln raus. Achso, klonen wollen wir natürlich auch noch. Okay, zum Glück habe ich hier aus Versehen noch drauf geklickt fast. Gut, hier ist Linie zuweisen. Das wäre dann Fake. Wo ist er denn? Hier unten. Fake. Das wäre die 1. Ne, Blödsinn, das wäre eigentlich die 2. Der Zug, der hier startet, hier oben. Okay. Das klappt auch. Ach, den natürlich auch. Jetzt habe ich ihn nochmal geklont. Okay, Moment. Linie zuweisen, Fake 2. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier unten. So, dann sind die weg. Also, die nächsten Wagen. Im Prinzip das gleiche nochmal. Jetzt machen wir aber die mal zuerst. Hier diese Personenwagen. Und nehmen hier mal diese OEBB Personenwagen nehmen wir mal. Einmal. Oh, puh. Zweimal, dreimal. Dann Güter. Beziehungsweise, ja, wir können auch die hier zuerst nehmen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und dann Güterwagen. Warum nicht mal die zur Abwechslung? Okay, die Länge müsste ungefähr passen. Okay, klonen. Linie zuweisen. Fake 2. Das wäre die hier. Und das klappt auch. Und dann haben wir... Jetzt habe ich wieder den falschen Knopf verwischt. Ich habe es vorher noch gesagt. Es ist so verlockend, wenn man sich halt gewöhnt ist, dass man da klickt. Okay, kommst du alleine? Ja, du bist der Cola-Zug. Nee, du kommst nicht alleine. Du bist der Erste, den wir auf die Reise geschickt haben. Gut, dann bist du zumindest schon mal richtig. Während der Nächste oder Übernächste dann falsch ist. Wie blöd, wenn man dem Zug zugucken will. Achso, da kommen natürlich zwei. Wenn man dem Zug eigentlich zugucken will und hier überall Fenster offen hat. Aber anders geht's nicht. Ach, es ist aber auch dieses falsche Geklicke. Haben wir denn hier? Ne, hier haben wir kein Signal. Dann machen wir hier noch eins. Dann haben wir auch nochmal ein Fenster offen. Das ist ja auch schön. Dann sieht man noch ein bisschen weniger. So, dann kannst du nämlich rausfahren. Dann können wir mal gucken, wo hier der Übeltäter ist, der falsch unterwegs ist. Cooler Zug. Vor allem eben überall mit diesen Fenstern im Weg. Sorry dafür. Machen wir natürlich zu nachher. Und gucken dann in Ruhe nochmal, wie die Züge so aussehen. Hier hinten eh auch nett. Mit dem ganzen Verkehr, den wir hier haben. So, du kommst raus. Ne, du kommst nicht raus. Du musst warten. Wo ist denn dein Kollege? Wo ist der denn hingekommen? Ach, der ist erst hier. Gut. Dann viel Spaß auf dem Weg nach da hinten. Zu dem komischen Bahnhof, der ohne diesen Bahnhof hier nicht funktioniert. Ach ne, er geht in die andere Richtung. Okay, das ist natürlich auch erlaubt. Wisst ihr was, wir machen doch mal alles zu. Ist ja eigentlich doof. Oh, jetzt habe ich hier das... Heute ist mal wieder mein Glückstag. Jetzt habe ich da die Fake-Linie auch zugemacht. Das heißt, nachher, wenn wir die Linie wieder aufmachen, dann dauert es ein Momentchen. Aber wir wissen es ja. So, ein bisschen schade, dass die hintereinander herfahren, die identischen Züge. Aber okay, das haben wir jetzt so. Sie haben ja doch einen gewissen Abstand, das sieht man, das wird alleine hier schon ziemlich separiert.
durch, ja, durch diese Fahrt aus dem Depot, wo die Züge immer ein Weilchen warten müssen. So, mit ein bisschen Glück bist du hier der Zug, der noch keine Wagen hat, sehe ich das richtig? Ja, dann können wir dich nämlich nochmal drehen. Und dich ebenso. So, jetzt müsste eigentlich wieder reinkommen. So, und jetzt gucken, dass ich den richtigen Zug erwische. Na, ach ja, eben, das geht jetzt halt ein Momentchen. Das ist, wenn man mit einer Taste alle Fenster zumacht. Das darf ich eben bei Tränenfieber nicht, weil wir dann den, die Fake-Linie eben auch zumachen. Wisst ihr was, wir machen die mal schnell auf. Was wir haben, das haben wir. Wo ist die Fake-Performance? Die ist nicht bei nur sichtbar, sondern bei alle Linien. Geht auch ein Momentchen. So. Aha, der kann auch fahren. Okay. Fake. Performance. Wo bist du? Na? Wo haben wir sie denn? Ich finde sie gerade nicht. Irgendwo haben wir sie. Das ist die Linie, die keine Fahrzeuge hat. Nämlich die hier. Wobei die Fake-PG-Linie 1 natürlich auch noch keine hat. Oh, das ging sogar ein bisschen schneller. Da hat er doch irgendwie interessanterweise schon wieder vorgeladen gehabt. Gut, du bist der Zug. Hier haben wir den. Den können wir eigentlich auch auf die Reise schicken. Ist das der Kollege von dir? Wenn wir hier so gucken. Jawohl, okay. Also du kommst auch. Linie zuweisen. Jedes Mal das Gesuche. Okay, die Nummer 2 war das. Und dann haben wir dich noch hier drin. Da machen wir jetzt das gleiche nochmal mit dem Wagen. Machen wir erstmal wieder die Passagierwagen oder machen wir Autosave? Machen wir die Güter? Ich würde die Güterwagen machen. Können wir hier? Ne, Kohle. Dachte gerade, vielleicht kann man die auch auf Güter umstellen. Hier, die sind auch sehr cool. Öl. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Dann noch so ein. Öl. Und dann hätten wir gerne die Güterwagen. Zum Beispiel die hier. Einmal, zweimal, dreimal. Ich glaube, die sind leer. Wenn sie nicht wirklich beladen sind. Aber dann haben wir auch mal noch ein paar leere. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Also, dann haben wir hier Güter. Öl. Und dann bauen wir hier die Passagierwagen. Scrollen wir mal nochmal runter. Warum nicht die hier? Alitalia. Heißt das Alitalia? Ne, Alitalia ist glaube ich die Fluglinie. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Klonen. Und jetzt kann ich tatsächlich Linie zuweisen. Alle. Und dann haben wir die hier oben. Okay, Fake PG Linie 2. Und dann können sich die hier auf die Reise machen. Da würde ich jetzt aber sagen, lasst uns hier nochmal ein Momentchen gucken. Bevor wir zur anderen Dingens gehen. Wo ist der Zug? Ach, der blockiert hier hinten wieder. Okay. Nicht, dass der ein Problem hat. Nee. Der ist noch irgendwie am Beladen. Der wird dann drehen. Ja, das hat er jetzt gemacht. Gut. Sachen hat er natürlich definitiv noch keine dabei. Die Linie ist ganz neu. Die müssen erst einmal außen rum. Hier ist der Kollege. Ja, der muss auch noch warten. Hier ist natürlich Betrieb im Bahnhof. Sieht man hier. Das dauert ein Momentchen, bis der hier raus kann. Gut, wir lassen ihm die Zeit. Jetzt ist halt die Frage, wollen wir hier erstmal gucken, wie alle Züge rauskommen oder gehen wir schon mal... Ich würde sagen, wenn wir halt noch mitfahren wollen, dann müssen wir die Züge auf der anderen Seite jetzt noch kaufen. Wir werden ja die alle unterwegs wieder sehen. Wir kreuzen ja mit denen. Also, ab zum Öl. Jetzt haben wir hier natürlich kein Depot. Das werden wir schleunigst ändern. Altes Gleis. Mal hier hinten raus. Ein Depot, zum Beispiel dich. Und perfekt. So, und jetzt machen wir hier das gleiche nochmal. Da machen wir aber kurz Pause. Sonst fahren uns die anderen Züge davon. Die Krokodile sind halt ein bisschen zu langsam. Wir nehmen mal wieder 3 Lokomotiven. Jetzt würde ich aber andere nehmen. Ja, ich weiß. Aber sicher ist sicher, die anderen Züge haben wir gekauft. Sonst... muss ich die dann alle auch da kaufen? Ich habe so einfach irgendwie immer ein bisschen den Verdacht, dass, ja, irgendwo hat es einen Zug drin, bei dem das Spiel abnippelt. Hier zum Beispiel eben die Pflatsch, die funktioniert leider bei mir nicht, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Nur die jetzt hier anklicken, wo ist sie? Hier oben, zack, dann ist das Spiel weg.
Das kann halt nicht geladen werden. Das gute Stück, leider. Hier, die zum Beispiel. Die würde ich auch mal noch nehmen. Klappt sogar. Jetzt gar nicht allzu lang machen. Die Muenux hätte ich auch noch gerne. Und dann brauchen wir noch eine dritte. Da nehmen wir. Doch nochmal ein bisschen scrollen. Nichts zu Exotisches, weil da habe ich wirklich Angst, es funktioniert nicht. Golden Pass möchte ich auch nicht. Machen wir doch die Werbelok noch. Okay, hat sogar geklappt. Und jetzt hier im Prinzip wieder das Gleiche, einfach ein bisschen genauer machen. Nicht, dass die Züge wieder rausfahren. Erstmal Passagierwagen, jetzt machen wir den aber doch auch noch. Einmal, zweimal, dreimal. Dann haben wir die Passagiere, dann brauchen wir die Güter. Das wäre Holz. Das wäre auch Holz. Sonst machen wir das mal so. Moment, hier oben die Kesselwagen, die kann man ja auch auf Güter oder mit Gütern fahren lassen. So, 1, 2, 3. Dann hier noch Öl. 1, 2, 3. Machen wir mal 4. Okay, klonen. Und dann Linie zuweisen. Das wäre dann die 1. Zack. Du wärst auch die 1. Okay, und der nächste Zug. Machen wir gleich hier. Öl. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Machen wir mal so. Güter. Nehmen wir mal hier. Einmal, zweimal, dreimal. Und die Passagierwagen. Nehmen wir mal die hier. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Klonen und wieder einzeln zuweisen. Das wäre wieder die 2. 2. Und zack. Hier nochmal das gleiche. Und dann kommen wir schon zum letzten Zug. Die grüne. Hier. Moment. Ja, Wismut. Ich wollte es gerade sagen, war nicht sicher. Dann dachte ich, sage lieber nichts. Bevor ich einen Käse erzähle. Haben wir sowas wie grüne Wagen, die irgendwie optisch hier ein bisschen dazu passen würden? Nein, haben wir tatsächlich nicht. Gibt es keine grünen Personenwagen? Hier, die Kette halt, aber die möchte ich jetzt hier nicht auseinanderreißen. M-Logistik Doppelstock. Na, nehmen wir die doch einmal. Einmal. Oh. Naja, die Musik läuft noch. Okay, Schwein gehabt. 3, 4. Das mit dem Steuerwagen lassen wir mal. Dafür gibt es noch Güterwagen dazu. Die zum Beispiel. Einmal, zweimal. Einmal, zweimal. Und dann fehlen hier noch die Kesselwagen. Die waren, glaube ich, genau in die andere Richtung. Wobei, die können wir natürlich auch mal nehmen. Einmal, zweimal, dreimal. Und hier noch die zweimal. Okay, interessante Komposition. Und Linie zuweisen. Ne, klonen. Und jetzt kann ich wieder alle zuweisen. Das wäre dann diese Linie. Und dann haben wir es tatsächlich. Sehr schön. Und wie spät haben wir? Wir haben noch Zeit. Ein bisschen. Ich würde sagen, wir fahren doch glatt mal noch mit hier. Guck mal, hier haben wir tatsächlich schon Öl. Also das mit der 20-Minuten-Regel, das müsste in dem Fall schon mal klappen. Gut, dann haben wir hier vielleicht doch nicht einen Fake-Zug, sondern eine Linie, die tatsächlich funktioniert. Und guck mal, wie die Performance hier brummt. Kaum ist man halt ein bisschen auf dem Land, läuft das Ganze wieder wie geschmiert, wie wenn das Spiel ganz neu wäre. Fällt mir doch gerade auf, wenn man vorher da in bebautem Gebiet war. Es ist nicht ruckelig, es ist ein bisschen hakelig dann. Und das hier, ja, das läuft dann doch mit weit mehr Frames. Gut, cooler Zug. Ich würde sagen, lasst uns mal einsteigen. Und dann wollen wir uns mal ansehen, wie sich diese Strecke hier so anfühlt. Kann man sich ansehen, wie sich etwas anfühlt? Irgendwie auch nicht. Egal. Cool. Ja, das war jetzt doch ein ziemliches Gebirge, vor allem in der letzten Folge. Mir ist halt immer noch ein Rätsel, warum das mit dem Bahnhof da hinten nicht funktioniert hat. Ich bin sowas von gespannt auf die Kommentare. Wann kommt denn die Folge raus? Muss ich gerade überlegen. Am Freitag, am letzten. Also für euch, ja, für euch ist das zurück. Für mich ist es voraus, sozusagen Zukunft, für euch Vergangenheit. Ja, dann muss ich gucken, dass ich dann mal ein bisschen Zeit habe, um wirklich die Kommentare ganz, ganz genau zu lesen. Bin gespannt, ob da irgendwo
ja, ob da ein Fehler drin war oder ob tatsächlich, ob das halt ein Bug ist. Das kann ja beim besten Willen auch sein, dass halt mal noch ein Bug auftaucht mit irgendeinem Bahnhof, der bei irgendeiner Anzahl Gleise oder irgendeiner Ausrichtung halt irgendwie dann nicht mehr funktioniert. Gut, aber egal, jetzt läuft's und sieht doch schon mal cool aus. Freue mich darauf, dass uns die anderen Züge begegnen. Hier kommen wir auf die viergleisige und den viergleisigen Bereich. So, mal gucken, wie lange das geht, bis uns einer begegnet. Wird schon ein Momentchen dauern. Wobei, guck mal, da oben ist tatsächlich... ist der von uns? Nee, der ist zu kurz. Nee, der gehört nicht zu uns. Zu uns würde der gehören, der hier rüber düst. Haben wir denn jetzt hier 6 Züge auf der Strecke? Da habe ich einen Käse gemacht. Eigentlich müssten wir doch. So, aber dann müssen doch die anderen auch irgendwo sein. Wir gucken mal ganz kurz. Ah, da fährt einer. Okay, doch, das müsste soweit schon passen. Gut, irgendwie, ja, ich habe ein bisschen Tränenfieber-Selbstvertrauen verloren in der letzten Folge. Wenn man irgendwas einfach nicht hinkriegt, obwohl es eigentlich funktionieren müsste. Wenn man es 10-mal probiert und macht und tut und das geht nicht, dann, ja, irgendwann überlegt man sich schon, habe ich da jetzt halt wirklich einen Fehler gemacht oder, tja, ist das halt, wie es ist. Aber ich glaube, es ist, wie es ist. Gut, Öl haben wir noch keines dabei, obwohl da hinten was war, aber eben, erstmal einmal außen rum düsen und dann kriegen wir dann wahrscheinlich schon Passagiere. Da wartet der Kollege. Aha, wir warten auch. Nicht, dass wir hier ein Problemchen haben. Eine Weiche hätten wir. Er könnte eigentlich fahren. Oder kann er nicht fahren? Weil, Moment. Wir gucken mal. Nee, das würde soweit eigentlich stimmen. Aus irgendeinem anderen Grund möchte der nicht fahren. Nicht, dass wir hier auf eingleisigen bei eingleisigen Bereichen Signale haben. Aber das, wobei, ich brauche die Linie auch noch. Moment, damit wir sehen, wo sich das Ganze irgendwie begegnet, wo das kreuzt, wo dann das Problem ist. Hier vorne ist das Problem, dass der hier, der möchte jetzt nach Alt-Kunkendorf Nord. Das wäre hier hinten, wenn ich das richtig sehe. Ist nicht angeschrieben, weil wir hier die Linien offen haben. Ah, blöd. Ja, das ist schon Alt-Kunkendorf Nord. Das kann er nicht, weil das hier eigentlich eingleisig ist. Wobei, wir haben da ja... Das müsste doch passen. Nee, der kann hier nicht rüber. Das hat natürlich schon seine Logik. Moment. Pause. Wir müssen gucken, wenn der hier raus möchte, der möchte auf dieses Gleis... Ja, das Signal hier ist falsch. Das Signal müsste hier sein, wo es ist. Das müssen wir wegnehmen. Okay, können wir das wegnehmen? Eigentlich ja. Das bringt, glaube ich, noch nicht viel. Wenn ich jetzt laufen lasse, was machen sie dann? Sie gucken. Okay, weißt du was? Du musst nochmal drehen. So, dann kann der andere dann auch fahren. So, haben wir hier zu. Ja, mal gucken. Vielleicht finden wir natürlich... Oh, IC. Vielleicht finden wir so nach und nach immer mal wieder eine Stelle, die so nicht funktioniert. Dann müssen wir da halt entsprechend eingreifen. Schön. Hier mit dem IC. Jetzt gucken wir. Doch, jetzt setzt er sich wieder in Gang. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, das ist halt eine längere Fahrt und es kann gut sein, dass uns hier nochmal ein paar Probleme begegnen. Wir da nochmal eingreifen müssen. Das werden wir gerne machen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Dann können wir hier nämlich in Ruhe mitfahren, ohne dass uns die Zeit im Nacken sitzt. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss!